Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung des Parker-Spieles Sektor, das heißt im Englischen übrigens Codename Sektor, im Deutschen nur Sektor, ein Elektronikspiel für Jung und Alt aus der Intellectronics-Serie von Parker. Und ich greife mal vorweg, ein Spiel, das mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Das fängt mit dem Karton schon an, da hat sich der Grafiker hier mal richtig ausgetobt. Man liest nirgendwo, worum es geht, es scheint aber irgendwas mit Schiffen zu tun zu haben. Und worum es geht, das sehen wir hier auf der Seite. Also mit einem echten Computer wird ein unsichtbares U-Boot geortet und verfolgt. Jeder Spieler versucht, das Computerinformationszentrum richtig zu beherrschen. Der Kurs der Verfolgerschiffe wird auf einer Nautikkarte eingezeichnet. Kollisionen müssen vermieden werden. Durch geschickte Manöver versucht man in Schussposition zu kommen. Verfehlt man das Ziel, kommt prompt der Vergeltungsschlag des U-Bootes. Ja, 9 Volt brauchen wir dafür. Und auf der Seite ist noch ein Hinweis. Ja, Copyright 1977. Und auf der Rückseite, da geht das eigentlich schon wieder weiter mit den Sachen, die echt geckig sind. Das Computerzentrum, das ist natürlich das hier. Und da war man anscheinend so stolz drauf. Ich brauche für das Video das Gerät gar nicht öffnen. So sieht die Technik von innen aus. Die hat man tatsächlich auf dem Karton verewigt. Ich ergänze, weil es hier nicht steht. Handelt sich um eine Texas Instruments basierte 4-Bit-CPU. Ja, den Rest hier, den schenke ich mir. Das zeige ich sowieso gleich, was in dem Spiel alles drin ist. Das ist jetzt also der Inhalt des Kartons, ein riesen Spielbrett. Wir haben ja diese nautische Karte, auf der das Spielgeschehen gleich stattfindet. Die hat, ist quadratisch, hat eine Kantenlänge von 31 cm, also in der Länge füllt die Verpackung auch komplett aus. Hier hinten sehen wir diese elektronische Steuereinheit, die übrigens keinen Sound hat, also da kommt kein Piepsen, nix. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Und hierhin gibt es noch eine kleine Klappe, die können wir öffnen. Und dann haben wir hier den Anschluss an das... Ja, da kann man einen 9-Volt-Block anschließen, das ist relativ simpel gemacht. Ein Netzteilanschluss gibt es nicht und man kann auch viele schöne Dinge hier in diese Box hineinlegen, die beim Spiel noch mit dabei sind. Zum Beispiel hier diese kleinen niedlichen U-Boote, da sind 8 von dabei. Die haben jetzt hier auf dem Spielbrett nichts zu suchen tatsächlich. Die sind einfach nur dafür da, wenn hier nachher einer mit seinem Schiff ein U-Boot versenkt hat, ja, dann kann er sich so ein kleines U-Boot als Trophäe hinstellen. Für mehr sind die nicht. Ja, dann ist ein kleines Lineal dabei. Auch das braucht man eigentlich nicht. Das ist TINF, aber dieser ganze TINF, der kann dann nachher hier rein. Was wichtiger ist, die waren auch mit dabei, aber das sind nicht die Originalen, nämlich 4 Wachsmalkreiden, wie man hier auf der Verpackung hin schon gesehen hat. Also nachher werden hier Positionen eingetragen, Kurse eingetragen. Dafür sind die Dinger da und damit man die dauerhaft benutzen kann, als Rundum-Sorglos-Paket hier noch so ein Anspitzer für Wachsmalkreide, war auch mit bei, so wie ein Lappen, damit man das nachher wieder wegwischen kann. Und natürlich eine sehr ausführliche Anleitung auf Deutsch, sehr gut übersetzt. Also es ist eine bombastisch gute Anleitung. Sowas habe ich selten gesehen. Die ist richtig klasse. Gut, habe ich gesagt, das Spielfeld ist sehr groß. Es ist aber jetzt nicht unbedingt sehr schwer. Ich kann das mal zeigen von unten. Da ist also sehr viel Raum für Spekulation. Es ist tatsächlich einfach die Größe des Spielbrettes, die das Ganze so bombastisch macht. Ja, und wie das Spiel funktioniert, das sehen wir als nächstes. Ja, beginnen wir ein Spiel. Und zwar kann man das bis... mit zu 4 Spielern spielen. Es gibt immer 4 Schiffe. Schiff 1 startet immer hier, das zweite dort, 3 und 4. Wenn man jetzt zu zweit spielt, kann man sagen, ja, einer nimmt Schiff 1, einer nimmt Schiff 3 und so weiter. Ich spiele jetzt alle 4 und zwar im sogenannten Teach Mode. Das ist ein Übungsmodus, ein Tutorial. Also tatsächlich, das Spiel hat ein Tutorial und dieses Übungsspiel, deswegen ist die Anleitung auch so dick, das wird hier haarklein erklärt und wenn man das einmal durch hat, hat man dann auch die Regeln wirklich bis ins Letzte verstanden. Kapitän 1, der also hier startet, der ist jetzt am Zuge. Und das Erste, was geschieht, der Kapitän drückt auf Range, also so Sonarsignal wird losgeschickt. Und die Rückmeldung, die hier erscheint, das U-Boot, das hier irgendwo auf dem Spielfeld versteckt ist, ist genau 10 Koordinatenpunkte weg. Also zum Beispiel hier 5, 10, da irgendwo diagonal oder horizontal, vertikal oder irgendwo dazwischen genau 10 Punkte entfernt. Und das kann man dann hier einzeichnen und man merkt schon, ich zeichne nicht über die gestrichelte Linie hier rüber, denn das U-Boot bewegt sich immer innerhalb dieses gestrichelten, abgegrenzten Feldes.
So, das war der erste Teil des Zuges und jetzt kann der Kapitän sein Schiff bewegen. Die Richtung wird über die Windrose eingestellt und dann kann man einstellen, wie weit will ich denn fahren, also wie viel Felder ist hier bei Speed, da ist eine 9. Also bewegt sich das Schiff jetzt 9 Felder in diese Richtung und befindet sich dann dort. Mit Move Ship wird die Bewegung durchgeführt und jetzt kann man nochmal eine Messung starten. Die Rückmeldung lautet, ja, das U-Boot ist jetzt, also wir wissen ja nicht wo, aber das ist jetzt 9 Felder entfernt. Und zwar genau 9 Felder, nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, alles, was hier auf dieser Linie liegt, denn das U-Boot hat sich nicht bewegt und abweichend von 9 Feldern Unterschied ist, da kann das U-Boot nicht sein. Und das ist in dem Übungsspiel jetzt relativ einfach, denn da gibt es nur noch genau einen Punkt, wo das U-Boot im Moment sein kann. Das ist hier, das sind nämlich genau die 9 Punkte. Unterschied alles hier drüber, das ist zu nah dran. Und jetzt kommt der nächste Spieler dran, und zwar Next Ship. Spieler 2 startet hier an der Stelle und er drückt wieder auf Range. Das U-Boot hat sich jetzt um ein Feld bewegt. Es bewegt sich bei jedem Spielerwechsel um genau ein Feld und immer mit einem unveränderlichen Kurs. Den kennen wir noch nicht, den müssen wir uns erschließen. Das U-Boot wechselt den Kurs, wenn es hier an diese gestrichelte Linie irgendwann kommt, dann fährt es wieder ins Feld zurück. Gut, okay, also 11 ist der Abstand, also wieder 5, 10, 11. Nun wissen wir, das U-Boot war vorher dort, also kann es sich, wenn es ein Feld weiter bewegt hat, inzwischen eigentlich nur noch auf einem dieser drei Punkte liegen. Und ja, Spieler 2, der bewegt sich dann hier erstmal 9 Punkte nach Osten. So, dann kann man hier nochmal zur Kontrolle ablesen, wo befindet sich das Schiff jetzt. Es befindet sich hier und jetzt kann man nochmal auf Range drücken. Jetzt ist das U-Boot 6 Felder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann dann eigentlich nur noch hier sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5 ist zu kurz. Also das U-Boot müsste eigentlich jetzt schon hier geortet sein. Ja, und dann ist der nächste Spieler dran. Schiff Nummer 3 beginnt hier. Und das gleiche Spiel. Ne? Das Schiff hat sich, oder das U-Boot hat sich jetzt wieder um einen bewegt. Range 12 wird angegeben. Also 5, 10, 11, 12 irgendwo hier. Und das, was zu der Bewegung passt, das kann dann eigentlich nur noch da sein. Naja, und entsprechend versucht jetzt Spieler 3 dann möglichst nah an dieses Schiff ranzukommen, indem er mit der Geschwindigkeit 9 sich auf das U-Boot zubewegt. 34, 39 ist die neue Position von Schiff Nummer 4. Und dann, wenn wir richtig liegen, 1, 2, 3, müsste die Entfernung jetzt eigentlich 3 sein. Ist tatsächlich so. Also wir sind nur ziemlich sicher, dass das U-Boot da ist. Und jetzt geht es in dieser Phase darum, für die einzelnen Spieler sich so zu positionieren, dass sie möglichst auf 2 Felder rankommen an das U-Boot. Das ist nämlich dann die Reichweite der Torpedos. Und ja, vielleicht auch versuchen, andere Spieler zu blockieren, denn es gibt auch Kollisionen. Also wenn jetzt Spieler 3 gesagt hat am Anfang, ich bewege mich hier ostwärts um 9 Felder, dann hätte es hier eine Kollision gegeben. Das kann Spieler 4 völlig egal sein, aber zur Strafe wird dann Spieler 3 irgendwo anders abgesetzt. Ja, da muss man also auch drauf achten. Gut, ich spiele das jetzt einen Augenblick weiter und wenn wir in Schussposition kommen, dann steigen wir hier in das Spiel wieder ein. Ja, wir sind jetzt in der heißen Phase des Spiels, nämlich Spieler 1, der ist mit seinem Zerstörer in dieser Position. Das U-Boot vermuten wir hier. Spieler 1 drückt auf Range. Und jetzt wird angezeigt F1, also das U-Boot ist in Feuerreichweite und ein Feld entfernt. Und jetzt geht das in den Schussmodus. Und zwar müsste man jetzt Aim drücken, also die durch wiederholtes Drücken dann hier die Schussrichtung einstellen. Das wäre jetzt diagonal, also südöstlich nach unten. Und dann gibt es noch eine zweite Komponente, jetzt kommt Zufall ins Spiel, denn dieses U-Boot kann in 3 verschiedenen Tiefen liegen, also Tiefe 1, 2 oder 3. Das muss man dann halt raten. Und wenn ich jetzt, also ich weiß jetzt, weil es das Übungsspiel ist, dass es auf Tiefe 1 liegt, dann müsste ich hier in dem Augenblick, wenn die 1 erscheint, in dem Display hier auf Fire drücken.
das tue ich. Und jetzt kommt die Rückmeldung Sub. Also der erste Zerstörer hat das U-Boot versenkt und darf sich dann hier eins von diesen U-Booten als Siegtrophäe mitnehmen. Hätte Folgendes passieren können, hätte man ja falsch liegen können, man hätte in eine falsche Richtung schießen können, dann ist das U-Boot gewarnt, behält seinen Kurs aber bei. Aber der Spieler, der dann daneben geschossen hat, der wird bestraft und wird dann wie bei einer Kollision irgendwo anders auf dem Spielfeld wieder abgesetzt. Und wenn ich jetzt auf Tiefe 3 geschossen hätte, dann hätte er mir angezeigt, hier der Computer, ich habe zwei Tiefenebenen daneben geschossen, würde dafür aber nicht bestraft werden. Dann gibt es einen weiteren Spielmodus hier, Evasive Sub. Da passiert Folgendes, immer wenn man aufs U-Boot schießt und nicht trifft, dann ändert das U-Boot um 45 Grad. Sein Kurs ist dann noch also etwas schwieriger. Ja, so erstmal ganz grob die Spielmechanik. Naja, die grobe Spielmechanik erklärt ist ein bisschen untertrieben. Im Grunde habe ich das gesamte Spiel schon vorgestellt. Trainingsspiel ist natürlich ganz leicht, war zum Erklären jetzt aber ganz gut. Das Spiel wird richtig interessant, wenn im normalen Spiel halt das U-Boot schon zu Beginn viel weiter weg ist, 30, 40 Felder, vielleicht auch am Rand der roten Begrenzung hier, dass dann schnell Richtungswechsel kommen. Und wir haben jetzt mit den vier Schiffen auch kooperativ gespielt. Man spielt ja gegeneinander und überlegt sich natürlich schon, was zeichne ich da ein, was zeichne ich nicht ein, blockiere ich einen Gegenspieler. Oder wenn ich es aufs U-Boot schieße, dass ich hier eben das zuhalte und nicht zeige, wie viel Tiefen ich denn da vorbeigeschossen habe. Also das macht das Ganze nochmal viel interessanter. Ja, insofern vielen Dank fürs Interesse. Ich kann das Spiel wirklich sehr empfehlen. Mir gefällt es sehr. Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, das mal zu sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute.